Hallo liebe Kater und Katzen und diejenigen, die einen Kater oder eine Katze haben. Und wie ihr hier schon am Themenplan sehen könnt, beziehungsweise wie ihr es euch wahrscheinlich auch schon denken könnt, werde ich euch jetzt im Schnelldurchlauf die letzten 2 Monate erklären. Falls ich jetzt gleich einen mega Hustenanfall erleiden sollte, beziehungsweise falls ich mich total schrecklich anhöre, es tut mir leid, aber ich bin immer noch ein bisschen krank. Hä, Krimpika, was juckt mich das, was du die letzten 2 Monate gemacht hast? Ja, ich habe auch schon sehr lange mit diesem Video mit mir gehadert, ob ich das jetzt wirklich so als Batzen hochladen sollte. Allerdings komme ich mir total schrecklich vor, jetzt einfach gar nichts hochzuladen und sagen, ja okay, war halt so. Also an all die Leute, die das jetzt nicht so interessiert, wie ich das jetzt hier erkläre, die können jetzt auch ganz schnell den Terminblatt durchlesen und dann auch wieder gehen. Allerdings würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr trotzdem ganz kurz bei diesem Video dranbleibt. Am 26.02.2019 kam das Video, wo bleibt der Tourist Bus Simulator? Und da habe ich dann auch zum allerletzten Mal dann quasi gesagt, okay, in den nächsten 2 Wochen, also vom 25.02.2019 bis zum 10.03.2019, wird eine Winterpause kommen. Außerdem habe ich in diesem Video auch noch gesagt, ja, der Tourist Bus Simulator wird dann nach der Winterpause kommen. Wo bleibt der Tourist Bus Simulator? Warum ist er immer noch nicht draußen? Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich werde allerdings heute anfangen. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, dass ich den bislang immer noch nicht geschnitten habe, sondern einfach, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe. Das werdet ihr auch jetzt im Laufe des Videos mitbekommen. Allerdings habe ich mir jetzt zum festen Ziel gesetzt, spätestens an Ostern wird der Tourist Bus Simulator hochgeladen. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, das werde ich auch so erreichen und ich werde alles dran setzen, dass ich das auch erreiche. Ja, also vom 25.02. bis zum 10.03. kam dann eben besagte Winterpause und nach der Winterpause sollte es dann eigentlich wieder reibungslos mit dem Gaming-Betrieb quasi weitergehen. Allerdings hatte ich dann keine Ahnung, was ich am Donnerstag und am Freitag hochladen sollte, da fiel mir einfach kein Spiel dazu ein. Dann habe ich da halt eben so ein bisschen vor mich hin überlegt und dann habe ich gedacht, okay, Donnerstag, Freitag muss ich jetzt ausfallen lassen, mir fällt jetzt einfach nichts ein. Deswegen lade ich dann da einfach den Skivlog hoch. Allerdings hatte ich in dieser Woche sehr, sehr wenig Zeit. Das bedeutet, ich kam erst am Freitag überhaupt dazu, den Skivlog überhaupt zu schneiden. Am Samstag habe ich den dann fertig geschnitten. Und am Samstag, Sonntag wollte ich eigentlich auch noch ein Projekt hochladen. Da wusste ich zumindest das Spiel. Allerdings gab es dann da ein paar Problemchen, die ich jetzt hier nicht weiter breitreten werde. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass es da halt eben Problemchen gab. Dann hatte ich den Skivlog endlich mal fertig in der Hand. Und mir kam diese große Idee, was ich jetzt endlich am Donnerstag, Freitag bringen sollte, nämlich Geheimakte 2 Puritas Cordis, wie ihr alle bekanntlich jetzt wisst. Und dann dachte ich, okay, ich will jetzt nicht Puritas Cordis jetzt hochladen und dann Skivlog, weil der Skivlog ist eigentlich immer so, als Ende der Winterpause war das jetzt bis dato eigentlich immer schon so. Also weil am Dienstag habe ich mich dann dazu entschlossen, jetzt kommt der Skivlog online und das war dann das erste Lebenszeichen nach 3 Wochen Pause auf meinem Kanal. Und Dann ging es daran, Puritas Cordis aufzunehmen. Das erwies sich allerdings deutlich, deutlich schwieriger als gedacht. Das bedeutet, ich musste mich erstmal in ein neues Aufnahmeprogramm erstmal reinfixen. Ich musste alles Mögliche am Spiel rumprobieren, alles Mögliche auseinanderwursteln. Und dann irgendwann am Freitag kam ich dann endlich mal dazu, dass es richtig lief und dass alles gut lief. Und dann gab es auch nochmal ein bisschen Probleme mit Steinen und alles mögliche. Also Puritas Cordis hat sich richtig geweigert, überhaupt hochgeladen zu werden. Allerdings mittlerweile funktioniert das einwandfrei. Und deswegen bin ich jetzt auch sehr, sehr glücklich, dass jetzt Puritas Cordis jetzt am Donnerstag, Freitag ab sofort kommen kann. Damals, allerdings da ich ja erst am Freitag aufgenommen habe, kam es dann halt eben Samstag, Sonntag, was für mich jetzt auch kein mega großer Trauerfall war. Weil halt eben ich immer noch das alte Problemchen, was ich schon die Woche davor mit dem Samstag-Sonntag-Projekt hatte. Das war, wie gesagt, in der Woche, also am Wochenende vom 23. und 24.3. Außerdem, ne, da war ich auch auf Artikel 13 Demo. Ja, war ich sehr, sehr brav. Das bedeutet, das hat da dann nochmal zusätzlich noch das allerletzte Fünkchen da noch mit reingehauen. Das bedeutet, ja, also ich war da einfach zu gedröhnt und auch Tourist Bus Simulator schneiden ging da halt nicht. Letzte Woche, 25.02. bis zum 31.03. habe ich dann Geheimakte 2 Puritas Cordis, richtig, Geheimakte Tunguska, dieser Fehler passiert mir immer wieder, das ist doch, ja, auf jeden Fall, ich habe am Dienstag Geheimakte aufgenommen und am Mittwoch habe ich dann schon gemerkt, irgendwas ist in meinem Hals drin und dann, was folgte, war komplett volle Kanne Erkältung. Ich lag am Freitag und allgemein das ganze letzte Wochenende lag ich einfach nur im Bett. Ich konnte gar nichts mehr machen. Also es hat mich einfach auf voller Breitseite erwischt. Das bedeutet, selbst wenn ich immer noch, also selbst wenn das Problemchen, was ich schon seit 3 Wochen bei dem Samstag-Sonntag-Projekt hatte, gelöst hätte,
hätte ich das sowieso nicht aufnehmen können, weil ich so komplett krank war. Das bedeutet, ich hatte zum Glück schon davor Kerbal Space Program als letztes Logo, bis du gefällt, aufgenommen. Das bedeutet, das konnte ich dann da hochladen. Allerdings, da ich ja krank war, hatte ich auch nicht so wirklich die Energie zu schneiden. Das bedeutet, Kerbal Space Program kam dann erst am Montag. Und ja, die Geheimakte kam dann zum Glück am Donnerstag, Freitag, weil ich das ja schon geschnitten und schon quasi auf Platte hatte. Coole Reim übrigens. Genau, und diese Krankheit hat sich dann noch bis in diese Woche reingezogen. Das bedeutet, ich habe bis jetzt immer noch Husten und noch ein bisschen Schnupfen. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen draußen. Aber trotzdem, ich konnte diese Woche einfach überhaupt nicht aufnehmen, konnte nicht schneiden, ich konnte gar nichts machen. Das bedeutet hier heute, also diese Woche fiel einfach alles komplett aus, was jetzt nicht heißt, dass diese Folgen nicht nachgeholt werden. Ja, also die werden jetzt nachgeholt. Das ist jetzt auch quasi so der geheime... Der geheime Zweck dieses Videos. Ich wollte es einfach mal aufnehmen und einfach auch mal gucken, okay, kann ich überhaupt lange labern am Stück? Funktioniert das? Weil dann werde ich heute Abend dann Puritas Cordis aufnehmen. Dann Samstag, Sonntag wird dann Puritas Cordis kommen und am Dienstag, Mittwoch wird dann endlich das Spiel, was ich eigentlich ja schon nach der Winterpause bringen wollte. Das Problemchen hat sich endlich gelöst, wird dann nächsten Dienstag und Mittwoch kommen. Das ist jetzt zumindest so ungefähr das Fahrwasser. Nächsten Donnerstag, Freitag geht es dann quasi weiter mit Puritas Cordis. Samstag, Sonntag kommt dann wieder das neue Projekt und so weiter. Also das bedeutet, ab heute wird dann quasi eine Woche lang durch einfach alles hochgeladen. Das bedeudet, ihr werdet jetzt so richtig zugedröhnt. Und vielleicht gipfelt das ja sogar mit der Hochladung des Trishbus Simulators, der ja auch schon seit 2 Monaten darauf wartet, endlich mal geschnitten und hochgeladen zu werden. Das ist so ungefähr die grobe Richtung, die ich euch jetzt einfach mal geben wollte. Also, ich bin... total fertig, dass ich jetzt das alles hier runterrattern musste. Das war jetzt auch übrigens der Schnelldurchlauf. Also ich könnte euch jetzt auch alle möglichen anderen Zeug erklären, aber damit belasse ich euch jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht komplett überfordert. Also, es tut mir sehr, 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 sehr leid, wie das jetzt bis dato kam. Streams. Dadurch, dass ich jetzt krank war und dass ich auch jetzt die ganze Zeit so viel zu tun hatte, Artikel 13 Demo etc., kam ich jetzt auch überhaupt nicht dazu, so viel zu streamen. Also an Ostern, das ist auch, was ich mir für Ostern vornehme, dass ich auch an Ostern mal wieder ein Streamchen mal reinschmeiße. Also ich probiere einfach alles, was ich tun kann, dass alles auf YouTube wieder normalisiert wird. Ich bedanke mich auf alle Fälle, dass ihr bis jetzt immer noch zugeschaut habt. Und ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten Folgen, die jetzt kommen werden. Und es tut mir immer noch leid. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kommentator und Grinsekarl war heute mal im Schnelldurchlauf am Mikrofon. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit K. Wow, 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 wow.